Ich möchte Ihnen hier zeigen, wie einfach Sie mit DVR Provider ein bestehendes Videoarchiv direkt in den Provider importieren und dabei auch noch zusätzliche Informationen aus dem Internet laden. Zunächst einmal möchte ich Ihnen zeigen, wie die Datenstruktur meiner Filme aussieht. Sie sehen hier schon, pro Film existiert eine einzelne Datei und der Dateiname entspricht dem Namen des Films. Eine kleine Ausnahme: Bisher habe ich meine 3D-Filme im Namen bereits mit der eckigen Klammer 3D ergänzt, um in meinem Verzeichnis schneller 3D-Filme erkennen zu können. Alles, was in eckigen Klammern steht, wird von DVR-Provider einfach ignoriert. Als nächstes füge ich ein Verzeichnis meinem DVR-Provider hinzu, was ich durchsuchen möchte. In meinem Fall das Filmarchiv PC und dort das Verzeichnis Spielfilme. Mit einem Klick auf OK antwortet das Programm sofort mit der Frage, ob dieses Verzeichnis importiert werden soll. Nach einem Klick auf Ja durchsucht der Provider mit den Dateinamen im Internet die entsprechenden Datenbanken und fügt diese Informationen in ihre lokale Datenbank ein. Das heißt, nach Abschluss des Imports ist das Internet nicht mehr notwendig und die Daten bleiben nur lokal auf Ihrem PC. In unserem Fall wurden hier 25 Videodateien gefunden. Davon konnten identifiziert werden auch 25. Klicke ich auf OK, sehen Sie auch schon sofort, dass hier diese 25 Dateien entsprechend im DVR-Provider verfügbar sind. Mit Anklicken der jeweiligen Aufnahme sehen Sie auch schon bereits schon auf der rechten Fensterhälfte die kompletten Informationen zu diesem Film. Ich möchte Ihnen aber auch zeigen, dass man hier sehr einfach und schnell Serien importieren kann. Das Problem bei Serien ist, dass es entsprechend unter dem Seriennamen etliche Folgen gibt. Auch hier gibt es eine Besonderheit. Bisher habe ich meine Serien entsprechend so archiviert, dass ich diese in jeweils einen Ordner gelegt habe. Das heißt, The Big Bang Theory oder The Two of Man existiert als jeweils ein Ordner, in dem jede einzelne Folge abgelegt ist. Jede einzelne Folge von diesen muss aber irgendwie auch vom DVR-Provider erkannt werden. Zu diesem Zweck gibt es im Prinzip Kürzel, die Sie entsprechend in den Programmnamen einfügen. Hier in dem Fall S für Staffel und E für Episode. Hier wäre es die Episode 1 von der Staffel 1. Die Reihenfolge, ob Erststaffel oder ob Erstfolge, spielt hier wiederum keine Rolle. Es kann auch beispielsweise ausgeschrieben werden S oder Staffel oder Episode, E oder Folge. Das spielt wiederum keine Rolle. In meinem Fall habe ich auch entsprechend bei Episoden entsprechend oft den Dateinamen hinzugefügt. Beispielsweise hier wusste ich, wie denn diese Folge heißt. Bei denen, wo ich es nicht wusste, habe ich einfach nicht bekannt mit in den Datei aufgenommen. Hier wäre es die Staffel 2, die Episode 10. Schauen wir nun einmal, was der DVR-Provider aus diesen Informationen macht. Auch hier füge ich das Verzeichnis ganz normal zunächst wieder hinzu. Hier in dem Fall alle Serien. Und hier mache ich mir es nur einfach. Ich wähle nur Serien an und er wird alles, was im Big Bang Theory und Two and a Half Men ist, importieren. Auch hier wieder die Frage, die ich mit Ja beantworte. Dieser Sprung bedeutet, dass er das Verzeichnis Spielfilme bereits durchsucht hat. Da es sich hier nichts Neues ergeben hat, beginnt er sofort mit dem Import der Serie. Nach Abschluss sehen Sie auch schon das Ergebnis. Gefunden wurden insgesamt 35 Videos, 25 aus Spielfilme, 10 aus Serien. Neu identifiziert wurden 10, das sind meine Serien. Nach einem Klick auf OK sehen Sie auch schon, wird der Filter hier direkt auf den letzten Import eingestellt. Das bedeutet, ich sehe hier nur die letzten 10, die neu in meine Datenbank mit aufgenommen wurden. Schaue ich mir hier nun jetzt eine einzelne Serie zum Beispiel einmal an, da sehen Sie auch hier der Dateiname S1, E1, der Sockengolf-Champion wurde im Prinzip auch ganz klar die S1 und E1 als Staffel 1 und Folge 2 entsprechend übernommen. Der Titel taucht nun auch entsprechend hier oben auf. Gehe ich mal an eine Datei, die ich vorher nicht identifiziert habe,
sehen Sie das trotzdem anhand S02E15 zusammen mit dem Ordnername Two Half Men richtig zugeordnet wurde. Die gleichen Informationen tauchen natürlich auch hier in meiner Liste auf. Ich schaue mir nun das Ganze mal auf dem Webinterface des DVR-Providers an. Nachdem ich mich dort entsprechend mit dem Benutzer angemeldet habe, sehe ich auch hier in der linken Spalte bereits schon sämtliche Aufnahmen, die wir zuvor erfasst haben. Ich kann sie einzeln durchklicken und habe sofort alle Informationen, so wie sie vorher im DVR-Provider waren. Schaue ich mir nur mal meine eine Two Half Men Folge an, so sehen Sie auch hier direkt die Folge und auch die Episode zusammen mit der entsprechenden Filmbeschreibung. Um den Film abzuspielen, klicke ich lediglich auf den Play-Button und anschließend auf das Symbol des Zimmers, wo ich den Film sehen möchte. Diese Informationen sind alle im Provider direkt eingestellt. Mehr Informationen in den nachfolgenden Videos.